beschäftigen wir uns nun mit einem Beispiel aus dem Bereich Mannschaftssport. Und zwar eine Mannschaft besteht aus 11 Spielerinnen. Aus diesen wählt die Trainerin aus einem Tag 6 Spielerinnen, an einem anderen Tag 8 Spielerinnen aus, wobei es auf die Reihenfolge der Auswahl der Spielerinnen jeweils nicht ankommt. In beiden Fällen ist die Anzahl der Möglichkeiten, die Auswahl zu treffen, gleich groß. Geben Sie N, das heißt die Anzahl der Spielerinnen dieser Mannschaft, an. Das heißt, wir wollen aus einer vorgegebenen Menge eine gewisse Teilmenge auswählen und möchten uns hierfür alle Möglichkeiten dieser Auswahl bestimmen. Um das machen zu können, wenn unsere Grundmenge grundsätzlich n Elemente hat und wir wählen k Fälle aus, verwenden wir den Binomialkoeffizienten. Das heißt, um aus einer Menge von n Elementen die Anzahl herauszufinden, wie viele Teilmengen mit k Elementen ich wählen kann, verwende ich den Binomialkoeffizienten. Was wissen wir jetzt nun? Wir wissen, dass die Mannschaft aus n Spielerinnen besteht. Den konkreten Wert wollen wir bestimmen. Und wir wissen, dass die Anzahl, dass man 6 Spielerinnen auswählt, gleich der Anzahl ist, dass man 8 Spielerinnen auswählt. Das heißt, wir haben n über 6 wird am ersten Tag ausgewählt und am zweiten Tag wird n über 8 ausgewählt und diese beiden sind gleich groß. Um jetzt hier n, die Anzahl der Spielerinnen, bestimmen zu können, bedienen wir uns der Eigenschaften des Binomialkoeffizienten, was auch in eurer Formelsammlung vorkommen werden wird. Nämlich es gilt, dass n über k gleich dem Wert ist n über n minus k. Das bedeutet, dass der Binomialkoeffizient symmetrisch ist. Das heißt, wir haben hier für k würden wir den Wert 8 wählen beispielsweise und für n minus k können wir den Wert 6 wählen. Und nun muss eben der Wert, der insgesamt gewählt wird, genau damit berechnet werden können. Das wäre dann 6 plus 8 und das ergibt insgesamt 14. Das heißt, wir haben dann n ist gleich 14. Das heißt, die Anzahl der Spielerinnen dieser Mannschaft ist 14 und das heißt, wir haben hier auch n gleich 14 als unsere Lösung.